Unsere gemeinsamen Lernziele für heute sind, dass Sie auch Bewegungen im Raum beschreiben können. Bisher haben wir uns ja nur mit Bewegungen entlang einer geraden Linie beschäftigt und heute wollen wir also diese gerade Linie verlassen und wollen zu dreidimensionalen Bewegungen gehen, auch auf krummen Kurven. Und dazu ist es notwendig, dass wir die Bewegungsgröße, Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung als Vektoren ausdrücken. Sie werden also den allgemeinen Zusammenhang zwischen Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung heute vektoriell kennen. Lernen, das heißt, wie sich Ortsvektoren, Geschwindigkeitsvektoren und Beschleunigungsvektoren auseinander ergeben. Dazu muss man sich natürlich mit Vektoren und Vektorrechnung auskennen und deswegen gucken wir uns Vektoren noch ein bisschen genauer an. Sie werden lernen, wie man Vektoren korrekt grafisch, symbolisch und mathematisch darstellt und grundlegende Methoden der Vektorrechnung kennenlernen. Das sind viele. Heute wird der Schwerpunkt bei uns auf der Vektoraddition und Subtraktion und rechtwinkligen Komponenten liegen und am Ende gucken wir uns noch ein paar einfache, mehrdimensionale Bewegungen an. Bevor wir also zu neuen Dimensionen aufbrechen, wollen wir noch einmal schauen, wo wir eigentlich aktuell gerade stehen. Das heißt, wir gucken uns mal die Zusammenfassung an, was wir in den letzten 4 Vorlesungen gelernt haben. Wir haben uns also ausführlich mit der Beschreibung von Bewegungen beschäftigt und haben auch das Füfox kennengelernt. Und wir sollten ja immer so ein bisschen im Auge behalten, wo wir gerade sind. Also wir sind noch immer in der Kinematik. Erinnern Sie sich an die erste Vorlesung, die Landkarte der Physik. Wo stehen wir gerade? Und wir sollten immer im Auge behalten, was links und rechts von uns eigentlich los ist. Deswegen fassen wir noch mal zusammen, wo wir also jetzt tatsächlich gerade sind. Wir haben gelernt, für jede x-beliebige Bewegung gelten die Zusammenhänge, dass die Geschwindigkeit die Zeitableitung des Ortes ist und die Beschleunigung die Zeitableitung der Geschwindigkeit. Wenn wir vom Ort zur Geschwindigkeit kommen wollen, müssen wir also ableiten und von der Geschwindigkeit zur Beschleunigung müssen wir ebenfalls ableiten. Wenn wir umgekehrt von der Beschleunigung zur Geschwindigkeit kommen wollen, müssen wir integrieren und wenn wir von der Geschwindigkeit zum Ort kommen wollen, müssen wir ebenfalls integrieren. Das sind also allgemeine Zusammenhänge, die für jede x-beliebige Bewegung gelten. Wir haben uns dann ein paar einfache Bewegungsbeispiele angeschaut. Die wichtigste von allem ist die gleichförmig beschleunigte Bewegung und die tritt genau dann auf, wenn die Beschleunigung a gar nicht von der Zeit abhängt, sondern eine konstante Beschleunigung zu allen Zeiten die gleiche ist. So, und jetzt kann man diese gleichförmig beschleunigte Bewegung auch noch wieder in Spezialfälle untergliedern. Ein Spezialfall ist, dass die Beschleunigung, unsere konstante Beschleunigung, die Erdbeschleunigung ist, a gleich minus g. Dann haben wir den vertikalen Wurf. Wir können daraus noch einen weiteren Spezialfall holen, nämlich wenn die Anfangsgeschwindigkeit v0 gleich 0 ist, dann haben wir es nämlich mit dem freien Fall zu tun. Das heißt, die übergeordneten Zusammenhänge sind dies hier. Für den speziellen Fall, dass die Beschleunigung konstant ist, ist das eine gleichförmig beschleunigte Bewegung. Wiederum für den speziellen Fall, dass die konstante Beschleunigung die Erdbeschleunigung ist, haben wir den vertikalen Wurf. Und für den speziellen Fall, dass dann auch noch die Anfangsgeschwindigkeit v0 gleich 0 ist, haben wir den freien Fall. Als anderen Spezialfall der gleichförmig beschleunigten Bewegung können wir die einfache Variante, dass die Beschleunigung schlichtweg 0 ist, rausholen. Und dann haben wir die gleichförmige Bewegung, also wenn es gar keine Beschleunigung gibt. Und dann können wir daraus als Sonderfall sogar noch die Variante rausholen. Wenn dann auch noch die Anfangsgeschwindigkeit v0 gleich 0 ist, dann haben wir es mit einem ruhenden Objekt zu tun, das sich überhaupt gar nicht bewegt. Das sind also hier die Hierarchien und diese Zusammenhänge. Und es ist unglaublich nützlich, wenn man es schafft, also solche Zusammenhänge und solche Vernetzungen für sich selber hinzubekommen. Denn dann sehen Sie, hier müssen Sie eigentlich gar nicht so viel lernen und schon gar nicht wahnsinnig viele Formeln auswendig zu lernen. Denn Sie können sich, wenn Sie hier zum Beispiel sich eine dieser Formeln merken, also zum Beispiel die Ort-Zeit-Kurve und das verstanden und nachvollzogen haben, immer die Geschwindigkeit und die Beschleunigung durch Ableitung holen. Und wenn Sie sehen, dass also ein vertikaler Wurf oder ein freier Fall im Grunde das gleiche sind und auch nur eine solche Form der Bewegung, dann muss man hier auch nichts Neues oder Zusätzliches lernen.
Ein anderes Beispiel, das wir kennengelernt haben, um zu sehen, dass nicht jede Bewegung gleichförmig beschleunigt ist, sondern dass es auch gänzlich andere Bewegungsformen gibt, ist die harmonische Schwingung. Da sieht die Ort-Zeit-Kurve ganz, ganz anders aus. Aber auch hier gilt natürlich wieder der allgemeine Zusammenhang. Wir kriegen die Geschwindigkeit-Zeit-Kurve, indem wir die Ort-Zeit-Kurve ableiten und so weiter. Es gibt natürlich beliebig viele andere Bewegungen, die wir jetzt uns noch nicht angeschaut haben, die wir dann also im Zusammenhang mit der Dynamik sehen werden. Also zum Beispiel, wie sieht es denn aus, wenn eine Luftreibung ins Spiel kommt oder ähnliches? Das lassen wir im Moment außen vor, weil hier ging es erstmal darum, dass Sie diese allgemeinen Zusammenhänge nachvollziehen. Wir haben diese Zusammenhänge zum Beispiel jetzt auch benutzt und kennengelernt, dass wir damit mit diesen einfachen Bewegungsformen schon komplexere Bewegungen modellieren können. Die Bewegung, die wir uns rausgesucht haben, ist so ein hüpfender Tennisball. Und da haben wir gesehen, dass wir sie also zergliedern können, zerteilen können. Am Anfang haben wir ihr einen freien Fall. Dann kommt hier bei der Reflexion zum Beispiel so ein Ausschnitt aus einer harmonischen Schwingung. Dann kommt ein vertikaler Wurf, der ja wiederum zur Hälfte nur ein freier Fall ist. Aber das ist ja schon eine relativ komplizierte Bewegung. Wir können sie dennoch schon sehr genau beschreiben, indem wir nämlich sie als Abfolge einfacher Bewegungsteile aufgefasst haben, die wir alle schon kennen und die wir beschreiben können. Und dieses Grundprinzip der Zerlegung komplizierter Probleme in einfache Teilprobleme, die sich dann lösen lassen, divide et impera, teile und herrsche, das ist ein Problem, das ist eine Methode, die man in der Physik sehr, sehr häufig anwendet. Also recht komplizierte Bewegungen können wir modellieren, indem wir sie immer in Teilen beschreiben und als eine zeitliche Abfolge verschiedener einfacher Bewegungen auffassen. Wir haben dann dazu auch gelernt, wie man also eine solche Modellierung, die man da macht, also zum Beispiel eben eine mathematische Modellierung, wie man die auch experimentell überprüfen kann. Sie haben gelernt, Messungen mit Phifox und dem Handy zu machen oder auch solche Messungen mit einer Videoanalyse zu überprüfen. Das haben wir in der letzten Vorlesung sehr genau gemacht. So weit sind wir also und wir haben also schon eine ganze Menge Physik dabei gelernt und mitbekommen. Das, was wir heute machen, ist ein bisschen was Neues, aber wir greifen auf alle diese bekannten Sachverhalte hier jetzt zurück. Das heißt, das ist jetzt unser Basiswissen, unsere Basis-Puzzle-Bausteine, auf denen wir jetzt aufbauen und zwar sehr ähnlich zu diesem Problem. Hier haben wir ja verschiedene Bewegungen hintereinander gehängt und jetzt gucken wir uns was an, was passiert, wenn verschiedene Bewegungen gleichzeitig ablaufen. Denn bei Bewegungen im Raum betrachtet man nicht mehr die Summe nacheinander erfolgender einfacher Bewegungen in nur eine Richtung, sondern stattdessen die Summe gleichzeitig, das heißt simultan stattfindender einfacher Bewegungen in unterschiedliche Richtungen. Hier ist das mal dargestellt, passen Sie auf, hier ist jetzt was anderes gezeigt als bisher. Hier haben wir nämlich jetzt sowohl horizontal als auch vertikal eine Ortskoordinate. Sie können sich also zum Beispiel vorstellen, das ist ein Ball, der bewegt sich hier auf einem Tisch und wir schauen jetzt also aus der Vogelperspektive auf den Tisch und sehen die Bewegung des Balles. Und der macht also gleichzeitig hier eine Bewegung in die X-Richtung als auch in die Y-Richtung. Also er bewegt sich in zwei Richtungen gleichzeitig. Und das Grundprinzip der Beschreibung mehrdimensionaler Bewegungen ist, dass wir diese nun über mitlaufende Ortsvektoren, Zeigervektoren r von t beschreiben. Das ist also hier der Zeigervektor r von t, der natürlich ständig seine Richtung und seine Länge ändert. Und dieser Zeigervektor r von t, der hat eben die Bewegung in x-Richtung, eine eindimensionale Bewegung in x-Richtung, eine eindimensionale Bewegung in y-Richtung und hier theoretisch auch noch eine eindimensionale Bewegung in z-Richtung. Das wäre also hier jetzt beispielsweise dann eine Bewegung aus der Papierebene heraus, also die Z-Richtung würde hier jetzt aus der Papierebene heraus zeigen. Und das heißt, hier steckt das, was wir kennen, die bekannten eindimensionalen Bewegungen drin und die werden aber nun zu einem Vektor verknüpft. So. Und diese Verknüpfung zu einem Vektor geschieht eben, indem man einfach die jeweilige Bewegung in die jeweilige Richtung mit dem Einheitsvektor für die Raumrichtung multipliziert. Also diese Ausdrücke hier mit dem Hütchen obendrauf, das ist unsere Schreibweise für Einheitsvektoren. Also ein Dach
obendrauf bedeutet immer Einheitsvektor. Das ist ganz wichtig, dass Sie sich das merken. Und so ein Einheitsvektor ist eben ein Vektor, der in die jeweilige Koordinatenrichtung zeigt, die Länge 1 und keine Einheit hat. Um Ortsvektoren angeben zu können, benötigt man immer ein Koordinatensystem. Und Ortsvektoren beginnen grundsätzlich im Ursprung des Koordinatensystems. Das ist eine Besonderheit dieser Vektoren. Andere Vektoren können frei fliegend irgendwo rumschwimmen, aber Ortsvektoren sind eben fest gebunden. Es sind gebundene Vektoren, weil sonst könnten sie auch nicht auf einen Punkt, auf einen ganz bestimmten Punkt zeigen. Denn wenn wir zum Beispiel einen Ortsvektor haben, der jetzt also auf einen Punkt als Zeigervektor, auf einen Punkt im dreidimensionalen Raum zeigt, dann müssen wir den Anfang dieses Vektors genau festlegen und genau definiert haben. Denn so ein Vektor ist keine Strecke. Er zeigt also nicht irgendwie im Allgemeinen von A nach B. Also er ist nicht eine Verbindung zwischen einem Anfangs- und einem Endpunkt. Wäre er das, dann müssten wir nämlich sowohl den Anfangs- als auch den Endpunkt angeben. Und da bräuchten wir 6 Zahlen, nämlich 3 Zahlen für den Anfangspunkt und 3 Zahlen für den Endpunkt. So. Aber wir haben nur 3 Zahlen, das heißt, die Information von A nach B kann da gar nicht drin stecken. Es sei denn, wir haben eine Konvention und die Konvention lautet, der Anfangspunkt ist immer da und da. Und genau diese Konvention gibt es bei den Ortsvektoren. Der Anfangspunkt liegt immer im Ursprung des Koordinatensystems bei 0, 0, 0. Wenn wir solche Ortsvektoren haben, dann können wir aus ihnen jetzt auch die Geschwindigkeitsvektoren bestimmen und die Beschleunigungsvektoren bestimmen. Von der Schreibweise her ist es vollkommen egal, ob ich Vektoren also jetzt über die jeweilige Ort-Zeit-Kurve x von t bzw. y von t bzw. z von t und dem zugehörigen Einheitsvektor ausdrücke oder aber ob ich diese Schreibweise für Vektoren, die Komponentenschreibweise in Klammern verwende. Beide sind völlig gleichberechtigt und beide sind absolut richtig. Im Text schreibt sich dieses wesentlich netter und es braucht auch wesentlich weniger Platz. Aber häufig findet man eben auch diese Schreibweise. Wie gesagt, beides ist richtig und Sie können die Schreibweise verwenden, die Ihnen angenehmer ist. Die Geschwindigkeitsvektoren ergeben sich jetzt aus den Ortsvektoren genauso, wie Sie es bisher kennengelernt haben. Leiten Sie x von t nach der Zeit ab, dann haben Sie vx von t. Leiten Sie y von t nach der Zeit ab, haben Sie vy von t und so weiter. Und genau das Gleiche gilt für die Beschleunigungsvektoren. Leiten Sie vx von t nach t ab, dann haben Sie ax. Leiten Sie vy von t nach t ab, dann haben Sie ay und so weiter. Das heißt, Vektoren werden einfach komponentenweise abgeleitet und umgekehrt auch einfach komponentenweise integriert. Da steckt also überhaupt nichts Neues im Vergleich zu dem, was wir bisher kennengelernt haben. Jetzt habe ich gerade schon den Begriff Komponente oder Vektorkomponente verwendet. Was ist das eigentlich? Also eine Vektorkomponente ist immer der Teil eines solchen Vektors, der zu einer ganz bestimmten Raumrichtung gehört. Also der Ausdruck, der zur X-Richtung gehört, das wäre die X-Komponente des Vektors. Der zur Y-Richtung gehört, wäre die Y-Komponente. Und was zur Z-Richtung gehört, wäre die Z-Komponente des Vektors. Aber das gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Vektoren sind der zweite wichtige mathematische Baustein in der Physik, also Ableitung, Integration. Das heißt, der differentielle Zusammenhang ist die erste mathematische Basisgrundlage und die zweite ist der Umgang mit Vektoren. Vektoren sind also physikalische Größen oder durch Vektoren werden physikalische Größen ausgedrückt, die sowohl einen Zahlenwert als auch eine Richtung haben, wo es also wichtig ist, dass man die Richtung erfassen kann. Geschwindigkeit und Beschleunigung haben im Raum eine Richtung und sind Vektoren. Hier ist ein Beispiel gezeigt. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, dies hier ist also eine Bewegung auf einer Kreisbahn, die so schräg im Raum geneigt ist. Und dann haben wir also unseren Ortsvektor, der immer im Koordinatenursprung beginnt. Und dann müssen wir ja angeben, in welche Richtung sich das Teilchen hier gerade bewegt und wohin die Beschleunigung gerade zeigt. Also das sind dann vektorielle Größen. Wir müssen also die
Richtung genau angeben können, ohne eine Richtungsangabe. Das heißt, nur der Betrag der Geschwindigkeit wäre an dieser Stelle hier völlig bedeutungslos. Damit könnten wir die Bewegung nicht vollständig beschreiben. Sobald also die Orientierung im Raum wichtig wird, müssen wir mit vektoriellen Größen arbeiten. Das gilt natürlich auch zum Beispiel für Kräfte. Also Vektoren kommen an so vielen verschiedenen Stellen in der Physik vor. Und eines der wichtigsten Gebiete ist natürlich Dynamik, die Dynamik, wo wir es mit Kräften zu tun haben. Denn Kräfte und gerade die Richtung, in die eine Kraft wirkt, ist also ganz besonders entscheidend dafür, was die Kraft eigentlich macht und wie sie halt einen jeweiligen Körper beschleunigt. Das heißt also, Kräfte sind ganz besonders wichtige vektorielle Größen. Aber zum Beispiel auch Drehungen werden mit Hilfe von Vektoren wie der Winkelgeschwindigkeit Omega oder dem Drehimpuls L beschrieben. Diese Vektoren geben dann eben zum Beispiel an, zum einen um welche Achse also ein Körper dreht. Diese Kugel zum Beispiel dreht sich um eine Achse durch die Z-Achse, aber eben auch wie rum und wie schnell sie dreht. So, also die Richtung des Vektors gibt hier eben zum Beispiel an, dass diese Kugel gegen den Uhrzeigersinn dreht. Und wenn sie andersrum drehen würde im Uhrzeigersinn, dann müsste dieser Vektor nach unten zeigen. Also die Vektoren geben hier sowohl die Lage der Drehachse im Raum an, als auch, wie rum etwas dreht. So, und hier ist eben nochmal ein Beispiel gezeigt, wenn es also hier beispielsweise so rumdrehen würde und die Drehachse dann schräg gestellt wird. In der Länge des Vektors steckt dagegen, wie schnell etwas dreht. Wir sehen, dieser Vektor hier ist länger als zum Beispiel dieser Vektor. Und das bedeutet hier also, diese Kugel dreht einfach schneller, als diese Kugel hier dreht. Das heißt also, auch bei Drehungen brauchen wir zwingend und unbedingt Vektoren. So. Und deswegen ist es wichtig, dass wir vor Vektoren keine Angst haben und mit Vektoren vertraut werden. Und deswegen schauen wir uns also jetzt nochmal genauer an, was ein Vektor ist und wie man mit Vektoren umgeht. Ein Vektor besteht also aus einem Betrag, das heißt im Endeffekt einem Zahlenwert und einer Richtung. Ein einfaches Alltagsbeispiel für einen Vektor ist so ein Hinweisschild. Es gibt uns an, wie lang ein bestimmter Weg ist und in welche Richtung ich gehen muss, damit ich dann auch am Ziel ankomme. Dies ist zum Beispiel ein Hinweisschild, das könnte in Berlin stehen und zeigt dann den Weg nach Hamburg und sagt mir, also ich muss in die Richtung fahren und dann 290 Kilometer weit. Vektoren symbolisieren wir grafisch durch Pfeile. Dabei gibt die Pfeillänge den Betrag des Vektors an, also hier in unserem Beispiel zum Beispiel die Weglänge und die Pfeilrichtung, die Richtung, also in welche Richtung muss ich dann fahren, meinen Weg entlang, und auch das Vorzeichen, wenn wir den Zahlenwert des Vektors dann in Komponentenschreibweise schreiben. Wir gucken uns das hier noch einmal an. Also hier ist unser Vektor, der diesem Hinweisschild entspricht, also der Weg von Berlin nach Hamburg, auf einer Landkarte dargestellt. Also wie lang ich diesen Pfeil hier male, das entspricht dann also der Länge des Weges. Das heißt, diese Pfeillänge entspricht 290 Kilometer. Wenn wir Vektoren grafisch darstellen, das heißt zeichnen, sollten wir immer aufpassen, dass wir also die Pfeillängen, wenn mehrere Vektoren da sind, auch relativ zueinander richtig zeichnen. Also die Pfeillänge eines Vektors ist nicht beliebig. Aber genauso wenig ist natürlich seine Richtung beliebig, denn sie muss in die richtige Richtung zeigen. So, das sind die beiden Informationen, die da drin stecken. Wir können einen Vektor mathematisch angeben in dem Moment, wo wir ein Koordinatensystem definiert haben. Wenn wir also hier ein Koordinatensystem mit einzeichnen, ich habe mal eines gewählt, die Y-Richtung zeigt nach Norden und die X-Richtung zeigt hier nach Osten. So, dann sind und dann haben wir also hier unseren Kilometermaßstab an den Achsen. Dann können wir den Vektor auch mathematisch hinschreiben. So, wir haben ja diese beiden Schreibweisen kennengelernt, also entweder in Klammern, dann sitzen hier also die einzelnen Komponenten drin, oder aber eben in Reihe und dann haben wir hier die jeweiligen Komponenten und die zugehörigen Einheitsvektoren, die das kenntlich machen. Die Bedeutung der Komponenten in unserem Beispiel und ganz allgemein ist eben, dass sie mir sagt, wie weit mein Vektor in eine bestimmte Richtung geht. Also hier zum Beispiel kann ich den Weg ja so beschreiben, dass ich sage, ich komme von Berlin nach Hamburg, wenn ich zuerst so und so viel Kilometer in die negative X-Richtung laufe. Also hier hätte zum Beispiel die X-Komponente ein negatives Vorzeichen.
Also etwa sowas wie hier 220 Kilometer nach minus x und dann etwa ungefähr 110 Kilometer nach plus y. So. Und dieses minus 210 Kilometer in x-Richtung, das entspräche hier also dem roten ax. Und das plus 110 Kilometer in y-Richtung, das entspreche hier dann also diesem grünen ay. Und so etwas nennt man die Komponente eines Vektors. Entweder der gesamte Ausdruck, also ax plus dem Einheitsvektor in x-Richtung, oder aber nur das ax. Den Unterschied, den zeige ich gleich nochmal an einem Beispiel. Aber in beiden Fällen spricht man von Komponente. Und wenn man nur hier diese Zahl meint, dieser Zahlenwert, diese Zahlenwerte, die haben jetzt natürlich Vorzeichen. Im Gegensatz zum Betrag des Vektors. So, also wenn ich nur die Zahlen meine, dann sage ich Komponente oder kann ich Komponente sagen. Und wenn ich den Ausdruck zusammen mit dem Einheitsvektor meine, dann bietet es sich an, dazu vektorielle Komponente oder Vektorkomponente zu sagen, weil dieser Ausdruck hier ist ein Vektor, also ax mal Einheitsvektor in x-Richtung selbst ist ein Vektor, aber die reine Zahl, die hier drin steckt, ist eben kein Vektor, sondern eine skalare Zahl. So, aber gucken wir uns das also noch mal genauer an. Die Komponenten sagen mir also immer, wie weit in eine bestimmte Richtung, also wie weit nach x, das ist die x-Komponente, und wie weit nach y, das ist die y-Komponente. Und das gilt ganz grundsätzlich, auch wenn ich es nicht mit jetzt Wegvektoren zum Beispiel zu tun habe. Hätten wir es also mit einem Wegvektor hier mit einem Geschwindigkeitsvektor zu tun, dann würde die x-Komponente eben sagen, wie schnell in x-Richtung, und die y-Komponente würde sagen, wie schnell in y-Richtung, und bei einer Beschleunigung, wie stark ist die Beschleunigung in x-Richtung, wie stark ist die Beschleunigung in y-Richtung und so weiter. Es ist natürlich völlig egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Also ich kann natürlich genauso gut auch zuerst nach y laufen und dann in die negative x-Richtung laufen. Das ist völlig egal. Das ist steckt hier mathematisch einfach dadurch drin, dass der Vektor selbst ja die Summe seiner vektoriellen Komponenten ist. Und die Summe ist ja kommutativ, das heißt, die Reihenfolge in dieser Summe können wir vertauschen. Es ist Konvention, erst x, dann y, dann z zu schreiben, aber hier in dieser Summenschreibweise könnten wir genauso gut erst z, dann y, dann x oder sonst was. Also die Reihenfolge hier wäre beliebig. Hier überhaupt nicht. Also hier ist immer das erste die x-Komponente, das zweite die y-Komponente und das dritte die z-Komponente. Also in dieser Schreibweise ist die Reihenfolge festgelegt, in dieser Schreibweise hier ist sie egal. Die Symbole mit dem Hütchen drüber, mit dem Dach, das sind hier also die Einheitsvektoren, wie schon genannt. Und man muss bei Gleichungen, symbolischen Gleichungen, die Vektoren enthalten, immer konsequent sein. Wenn auf der linken Seite einer Gleichung ein Vektor steht, hier kenntlich gemacht durch den Pfeil, dann müssen auch auf der rechten Seite der Gleichung Vektoren stehen. Man muss also die Symbolik für Vektoren sehr sorgfältig anwenden. Und es gibt genau zwei Symbole für Vektoren, nämlich entweder also das Pfeilchen drüber, das ist dann ein beliebiger Vektor, oder das Dach drüber, das ist dann ein Einheitsvektor. Das sind also die beiden Symbole für Vektoren. Wenn man einen Vektor mit einem Skalar multipliziert, ist das Ergebnis wieder ein Vektor. Aber ein Skalar alleine ist niemals ein Vektor. Es kann also nie eine Gleichung geben, in der auf der linken Seite ein Vektor steht und auf der rechten Seite zum Beispiel nur ein Skalar oder umgekehrt. Also hier muss man ganz sorgfältig aufpassen. In Fachbüchern wird häufig das Vektorsymbol durch Fettdruck kenntlich gemacht. Also anstatt des Pfeils oder des Hütchens wird ein Fettdruck verwendet. Und oft werden auch die Einheitsvektoren statt eben zum Beispiel mit x Dach, wie hier mit einem EX und dann mit einem Pfeil drüber ausgedrückt. Aber diese Symbolik mit dem Dach drüber, die ist eigentlich sehr angenehm und von daher werden wir die hier durchgehend verwenden. Aber eben aufpassen, also wenn wir eine vektorielle Gleichung schreiben, dann müssen wir die Vektorensymbole auch korrekt verwenden. So, als letztes schauen wir uns noch an, wie man
den Betrag eines Vektors aus seinen Komponenten bestimmt. Also der Betrag des Vektors ist ja immer eine positive Zahl. Die Komponenten können dagegen natürlich auch Vorzeichen haben. Hier wäre ja zum Beispiel die x-Komponente negativ, die y-Komponente positiv. Aber der Betrag eines Vektors, da heißt, wie lang der Pfeil ist und welcher Zahlenwert da letztlich dazu gehört, ist immer eine positive Zahl. Und man kann ihn zum Beispiel aus den Komponenten bestimmen. Und zwar ist es ax² plus ay² plus az² und daraus dann die Wurzel gezogen. Wenn wir nur den Betrag eines Vektors meinen, also die Richtungsinformation wegschmeißen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir setzen also den Vektor, das Vektorsymbol in Betragsstriche oder wir lassen einfach das Vektorsymbol weg. Wenn wir also einen Vektor a haben, dann ist a ohne Pfeil beim besten Willen nicht das gleiche wie a mit Pfeil. A ohne Pfeil ist nämlich nur der Betrag des Vektors und ein Skalar. Und a mit Pfeil ist eben ein Vektor. Zum Betrag habe ich eine Studiwortfrage mitgebracht. Die starten wir jetzt mal. Ein Auto fährt mit Vx gleich 5 km pro Stunde in x-Richtung und mit Vy gleich 10 km pro Stunde in y-Richtung. Mit welchem Tempo u fährt es? Der Betrag des Geschwindigkeitsvektors ist gleich dem Tempo u. Was ist richtig? Der Betrag ergibt sich aus dem Quadrat der x-Komponente plus dem Quadrat der y-Komponente und daraus die Wurzel ziehen. Das Quadrat von 5 ist 25, das Quadrat von 10 ist 100. 25 plus 100 sind 125, daraus die Wurzel ist Wurzel 125. Richtig ist daher Wurzel 125 km pro Stunde. Als nächstes wollen wir uns die Addition und die Subtraktion von Vektoren anschauen und wie man Komponenten von Vektoren bestimmt. Hier sind zwei Vektoren gezeichnet, a und b. Diese Vektoren sind immer die gleichen, ganz egal in welches Koordinatensystem ich sie packe. Wenn ich irgendein Koordinatensystem da drum lege, ändern sich die Komponenten des Vektors eigentlich nicht. Sie können aber andere Zahlenwerte bekommen. Je nachdem, wie ich meine Koordinatenachsen wähle und beschrifte, also zum Beispiel in welchen Einheiten. Aber der eigentliche Vektor ist unabhängig vom Koordinatensystem immer der gleiche. Und zwei Vektoren, die irgendwie relativ zueinander orientiert sind, haben auch immer zum Beispiel das gleiche Längenverhältnis und den gleichen Winkel zueinander, ganz egal, wie ich das jeweilige Koordinatensystem wähle. Wir wollen jetzt die Summe dieser beiden Vektoren bestimmen und üblicherweise, wir haben eine Ausnahme schon kennengelernt, nämlich Ortsvektoren, aber normalerweise sind Vektoren verschiebbar, weil sich nämlich die Komponenten eines Vektors nicht ändern, wenn ich sie in einem Koordinatensystem verschiebe. Eine Verschiebung ist also eine reine Translation, ohne dass ich den Vektor irgendwie verdrehe, das heißt seine Richtung ändere. So. Wir haben die Vektoren a und b und wollen also die Summe des Vektors c bestimmen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann natürlich das mathematisch versuchen zu machen. Dazu müssten wir also die Komponenten des Vektors genau aufschreiben können. Aber insbesondere muss man ein gutes Verständnis dafür entwickeln, wie man Vektoren grafisch addiert. Denn wenn wir physikalische Situationen interpretieren und uns Zeichnungen davon machen, Sie werden das bald lernen, eben zum Beispiel Freikörperbilder von Kräften und so weiter, dann muss man in der Lage sein, diese Kräfte einfach anhand der Zeichnung addieren zu können, also einen Summenvektor zeichnerisch konstruieren zu können. Und deswegen gucken wir uns die ganze Geschichte zuerst einmal grafisch an. Bei der Addition von Vektoren kommt die sogenannte Head-Tail-Technik zum Einsatz. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass wir jetzt einen der Vektoren nehmen, nämlich in diesem Fall den Vektor b. Und den haben wir jetzt einfach so verschoben, dass sein Ende am Anfang des anderen Vektors zu liegen kommt. Das heißt, wir verketten die einfach, die beiden Vektoren. Die Reihenfolge ist dabei egal. Ich hätte genauso gut den Vektor A mir schnappen können und den hier an den Vektor B schieben können. Also die Reihenfolge, ob ich A plus B oder B plus A rechne, ist völlig egal. Und das entspricht eben hier einfach, hänge ich jetzt also B an A oder hänge ich A an B. Das spielt also gar keine Rolle. Wenn ich also jetzt b an a gehängt habe, dann ist der Summenvektor dieser beiden Vektoren einfach die Verbindungslinie des Anfangs von a zur Spitze von b.
Also die Summe dieser beiden Vektoren, das ist jetzt der Vektor c. So addiert man Vektoren grafisch. Wenn ich das Ganze jetzt in ein Koordinatensystem lege, dann kann ich natürlich das auch mathematisch machen. Ich könnte nämlich jetzt also die Komponenten des Vektor a und die Komponenten des Vektors b bestimmen. Und Vektoren addiert man mathematisch, indem man einfach die Komponenten addiert. Also ax plus bx, das ergibt dann die neue Vektorkomponente in x-Richtung. Und ay plus by, das ergibt dann die neue Vektorkomponente in y-Richtung. Und dies hier ist dann also der Summenvektor c. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie man die Komponenten eines Vektors hier abliest. Und wir haben ja schon gelernt, was also eine Komponente ist, nämlich wie weit in x-Richtung und wie weit in y-Richtung. Wir können das hier jetzt ja einmal überprüfen. Also der Vektor b zum Beispiel, der geht eine minus eine Einheit in y-Richtung, also eine Einheit gegen die y-Richtung. Deswegen ist seine y-Komponente minus 1. Und er geht zwei Einheiten, und zwar in x-Richtung, das heißt in die positive x-Richtung. Hier ist ja dann für das Vorzeichen die Pfeilspitze relevant. Das heißt, deine x-Komponente ist plus 2. Also plus 2x minus 1y wären also jetzt die Komponenten hier dieses Vektors b. Gucken wir uns das Ganze nochmal für den Vektor a hier an. Also der hätte jetzt also 1, 2, 3, 4 plus 4 in x-Richtung. So, plus 4 in x-Richtung und plus 2 in y-Richtung. Also plus 4 und plus 2. So. Und jetzt nehmen wir erstmal die x-Komponenten. Also wenn wir uns die x-Komponenten anschauen, dann haben wir also vom Vektor a plus 4 und vom Vektor b plus 2. Dann wäre a plus b gleich 6 und wir zählen 2, 4, 6. Das ist also die x-Komponente des Vektors c. Gucken wir uns jetzt die y-Komponenten an. Also von a hätten wir hier plus 2, von b hätten wir minus 1. Das heißt, wir haben plus 2 minus 1 ist plus 1 und plus 1 ist hier die y-Komponente von Vektor c. Also einmal grafische Addition von Vektoren. Wir schieben den einen Vektor an die Spitze von dem anderen Vektor und dann ziehen wir die Verbindungslinie vom Anfang des ersten Vektors zum Ende des letzten Vektors. Wir verketten also die Vektoren und ziehen dann sozusagen schließende Kette vom Anfang bis Ende. Das also ist die Addition von Vektoren und eben die Komponenten lesen wir ab, wie weit in x-Richtung und wie weit in y-Richtung. Dazu habe ich wieder StudiVot-Fragen mitgebracht. Wie lautet der Vektor a? Hier sind 4 Möglichkeiten angegeben. Was ist richtig? Der Vektor geht 2 Einheiten in x-Richtung, also plus 2 in x-Richtung und minus 2 Einheiten in y-Richtung, also 2x minus 2y. Das Richtige ist d. Gucken wir uns gleich die nächste Frage dazu an. Wie lautet der Summenvektor a plus b? Hier ist der Vektor a, hier ist der Vektor b. Was ist richtig? Wir müssen also den einen Vektor an das Ende des anderen Vektors schieben. Also stellen wir uns vor, wir schieben den Vektor b jetzt also hier hin. So, dann geht er von hier nach hier. Und dann müssen wir die Verbindungslinie vom Anfang vom a zum Ende von b, also hier ziehen. Und dann sehen wir, der Ergebnisvektor geht eine Einheit in x-Richtung und minus 3 Einheiten nach unten. Das heißt, die richtige Antwort ist 1 nach x minus 3 nach y und das ist hier Antwort a. So, als nächstes gucken wir uns die Subtraktion von Vektoren an. Hier haben wir also wieder unsere beiden Vektoren a und b, aber jetzt wollen wir die Vektoren voneinander abziehen. Wir wollen also den Vektor d gleich a minus b ausrechnen.
Mathematisch funktioniert das im Grunde genau wie die Addition, nur dass wir natürlich jetzt statt plus bx bzw. plus by minus bx und minus by haben. Das heißt, so wie Vektoren komponentenweise addiert werden, werden sie auch komponentenweise subtrahiert. Grafisch funktioniert es, indem wir zuallererst einmal den Vektor, den wir von dem anderen Vektor abziehen wollen, umkehren, also invertieren. Das heißt, jede Komponente bekommt ein negatives Vorzeichen. Wir erhalten dann also einen Vektor, der genau in die entgegengesetzte Richtung wie der ursprüngliche Vektor zeigt. So. Und dieser Vektor wird jetzt einfach zu unserem Vektor a addiert. Also das ist im Grunde die Subtraktion, funktioniert genau wie die Addition, nur dass wir unseren Vektor vorher einmal umkehren müssen. Und wir müssen aufpassen, a minus b ist natürlich nicht das gleiche wie b minus a. Also wir rechnen hier a minus b. So, wir haben also jetzt unseren Vektor b hier einmal umgedreht und jetzt müssen wir ihn also an die Spitze von dem Vektor a schieben. Also völlig äquivalent zu der Situation hier. So, und dann ist also unser Differenzvektor, den wir jetzt suchen, der Vektor d, wieder die Verbindung vom Anfang von a zum Ende von b. Auch hier können wir das wieder überprüfen. Unser Vektor minus b geht jetzt minus 2, hat jetzt die x-Komponente minus 2 und die y-Komponente plus 1, also genau das Gegenteil von dem, was wir hier vorher hatten. So, unser Vektor a hat nach wie vor die x-Komponente plus 4. Vergleichen wir also erstmal. Wir haben hier also für x jetzt plus 4 und davon müssen wir diese minus 2 hier, da müssen wir diese minus 2 hier zuaddieren. Plus 4 minus 2 sind plus 2. Und wir sehen, die x-Komponente unseres Ergebnisvektors ist plus 2. Der geht 2 Einheiten in x-Richtung. Gucken wir uns noch die y-Komponente an. Hier haben wir also für den Vektor a plus 2 und für unseren Vektor b haben wir plus 1. Und jetzt müssen wir also einfach plus 2 plus 1 rechnen. Und das ergibt dann hier also plus 3. Und wir schauen, hier haben wir also auch plus 3 für unseren Ergebnisvektor. Auch dazu habe ich noch eine Studievote-Frage mitgebracht. Wie lautet der Differenzvektor a minus b? Hier ist der Vektor a, hier ist der Vektor b, hier sind die Auswahlmöglichkeiten. Was ist richtig? Wir müssen zuerst unseren Vektor b invertieren. Dann zeigt er so schräg nach oben und dann an den Vektor a dranhängen. Das heißt, unser invertierter Vektor geht von hier nach da. Der Verbindungsvektor vom Anfang vom a zum Ende von b ist dann dieser hier. Der zeigt also hier in diese Richtung und der geht 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten in x-Richtung und 3 Einheiten in y-Richtung. Das heißt, die richtige Antwort wäre 5 x 3y und wir sehen, das ist Antwort B. Bisher haben wir uns aus Gründen der Einfachheit nur Vektoren in zwei Dimensionen angeschaut, also Vektoren, die eben zum Beispiel in der xy-Ebene liegen. Jetzt gucken wir uns Vektoren in drei Dimensionen an. An allem, was bisher gesagt wurde, ändert sich natürlich gar nichts, aber zeichnerisch sind die drei Dimensionen halt ein bisschen schwieriger. Aber jetzt schauen wir uns eben die dreidimensionalen Vektoren an. So, hier haben wir also einen dreidimensionalen Vektor und ein dreidimensionales Achsensystem mit den Achsen x, y und z. Bei unseren Achsensystemen und Koordinatensystemen müssen wir immer darauf achten, dass das rechtshändige Achsensysteme sind. Das bedeutet, wenn wir die rechte Hand nehmen und den Daumen in die Richtung der X-Achse zeigen lassen, dann gibt der Zeigefinger die Richtung der Y-Achse an und der senkrecht auf der Handfläche stehende Mittelfinger zeigt dann in Richtung der Z-Achse.
Also wenn wir diese drei Finger haben, Daumen, Mittelfinger, Zeigefinger, dann müssen die immer Daumen X, Zeigefinger Y, Zeigefinger Y, Mittelfinger Z sein. Wenn diese Reihenfolge nicht abzubilden ist, dann haben wir kein rechtshändiges Achsensystem und das wäre in der Physik nicht gültig. Wir würden dann also Vorzeichenfehler machen, zum Beispiel bei den Rotationen. So, aber nun zurück. Wir haben also hier unseren Vektor, wir haben den Groß A genannt und der zeigt auf einen Punkt P im dreidimensionalen Raum. Die erste Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist, wie können wir denn hier eigentlich die Komponenten des Vektors ablesen? Das ist ja jetzt nicht mehr ganz so einfach. Wie weit geht der in X-Richtung? Wie weit geht der in Y-Richtung? Und wie weit geht der in Z-Richtung? Des Rätsels Lösung zeigt uns schon hier dieser angezeigte Quader, denn dieser Quader, der sagt uns ja gerade, wie weit der Vektor in X-Richtung, wie weit der Vektor in Y-Richtung und wie weit der Vektor in Z-Richtung geht. So, und wie bekommen wir hier quasi die Kantenlängen dieses Quaders, denn das sind ja genau die Komponenten unseres Vektors. Dazu müssen wir ein bisschen projizieren. Das erste ist, dass wir also unseren Punkt P auf die XY-Ebene projizieren. Und dann die Verbindungslinie von diesem Auftreffpunkt zum Koordinatenursprung zeichnen. Und wir sehen, jetzt bekommen wir also, wenn wir hier von dieser Verbindungslinie uns anschauen, wie weit geht die in x-Richtung, dann haben wir die x-Komponente. Wie weit geht diese Linie in y-Richtung? Dann haben wir die Y-Komponente und die Z-Komponente können wir direkt und unmittelbar ablesen. So bekommen wir also bei einem dreidimensionalen Vektor die Komponenten. Wir machen also die Projektion des Vektors auf die XY-Ebene und dann schauen wir uns an, wie weit geht die Projektion in X-Richtung, die X-Komponente, wie weit geht die Projektion in Y-Richtung, das ist die Y-Komponente und auf die Z-Achse können wir direkt projizieren, das ist dann die Z-Komponente. Das sind die jeweiligen Zahlenwerte, also die skalaren Komponenten a, x, a, y, a, z. Wenn wir die vektoriellen Komponenten daraus machen wollen, dann müssen wir ja mit den jeweiligen Einheitsvektoren multiplizieren. Und die Einheitsvektoren zeigen immer in die jeweils positive Achsenrichtung und haben die Länge einer Einheit. Dann sind also die vektoriellen Komponenten ax gleich ax. Skalar mal Einheitsvektor x, a y Skalar mal Einheitsvektor y wäre dann die vektorielle y-Komponente und schließlich az mal Einheitsvektor z-Richtung wäre dann die vektorielle z-Komponente. Also so ein Ausdruck ist ein Vektor, das az hier alleine ist ein Skalar. Das az mit dem Vektorpfeil drüber ist wieder ein Vektor, weil wir hier ja die skalare Zahl az mit dem Einheitsvektor multipliziert haben. Dann ist das hier wieder ein Vektor. Jetzt haben wir also hier unsere vektoriellen Komponenten und jetzt schauen wir uns noch einmal an, dass sich unser Ausgangsvektor tatsächlich als vektorielle Summe dieser Komponenten ergibt. Das heißt, wir addieren jetzt die einzelnen Komponenten, vektoriellen Komponenten, denn jede vektorielle Komponente ist ja selber wieder ein Vektor. Es funktioniert also die ganz normale Vektoraddition hier. So, wir haben also zuerst ax plus ay Vektor und das ergibt in Summe hier wieder die Projektion oder die Komponente in der xy-Ebene. So, und dazu müssen wir also jetzt noch die vektorielle Z-Komponente addieren. Und dann haben wir unseren Ausgangsvektor. So, damit sehen wir auch, dass sich so ein Vektor eben immer als Summe seiner drei vektoriellen Komponenten darstellen lässt. So, hier haben wir noch einmal die skalaren Komponenten aufgetragen und bisher haben wir uns nur kartesische Koordinaten angeschaut, also x, y, z-Koordinaten. Sehr wichtige Koordinaten in der Physik sind aber auch Kugel- und Polarkoordinaten. Die Polarkoordinaten, die braucht man hauptsächlich in der Ebene, wenn man also nur in der XY-Ebene arbeitet und die Kugelkoordinaten, wenn man dann auch noch in den Raum hinausgeht. Die bestehen einmal aus
der Länge des Vektors, also wie weit ist unser Punkt, auf den unser Vektor zeigt, vom Koordinatenursprung entfernt. Und das ist ja nichts anderes als der Betrag unseres Vektors a. Der Winkel zur z-Achse, den nennen wir Theta. Und den Winkel zur x-Achse, den nennen wir Phi. Das hier ist also ein Phi. Und das hier ist ein Theta. Und jetzt ist noch die Frage, wie bekommt man die jeweiligen Größen? Das ist hier angedeutet. Also, wenn wir einen Vektor a haben, der den Betrag a hat, also ohne Vektorpfeil den Betrag a, so, dann ist seine Länge hier, die Länge der Projektion auf die xy-Ebene, a mal Sinus Theta. Und dann bekommen wir die zugehörige x-Komponente aus a mal Sinus Theta mal Cosinus Phi. Wir müssen dann aufpassen, also Phi ist immer der Winkel zur x-Achse und der wird gegen den Uhrzeigersinn positiv gemessen. Die entsprechende y-Komponente ist dann a mal Sinus Theta mal Sinus Phi. So, und dies gibt uns auch schon an, wie wir jetzt Vektoren oder vektorielle Komponenten in der xy-Ebene ausrechnen können. Wenn wir also zum Beispiel nur die Länge hier eines Vektors gegeben haben, die Länge hier wäre ja zum Beispiel a mal Sinus Theta, wie kriegen wir dann rechnerisch seine x-Komponente bzw. seine y-Komponente, wenn wir diesen Winkel Phi kennen? Es ist einfach die Länge des Vektors, das heißt sein Betrag, multipliziert mit Cosinus Phi, dann haben wir die x-Komponente und multipliziert mit Sinus Phi, dann haben wir die y-Komponente. Gerade die Polarkoordinaten über den Winkel Phi hier, der also den Winkel zur x-Achse angibt, die brauchen wir sehr häufig und sehr viel. So, hier ist also nochmal a Sinus Theta, das ist also die Projektion. Und wenn wir eben jetzt hier in der Ebene bleiben, dann haben wir also einen Vektor in der Ebene und dann sind die einfach die x-Komponente a Cosinus Phi und die y-Komponente a Sinus Phi. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass Sie sich diesen Zusammenhang hier merken und das anwenden können. Als erstes Beispiel wollen wir uns ein Boot auf einem Fluss anschauen. Das ist in unserer Pizza-Analogie die Addition zweier Pizza Margarita. Wir haben eine Bewegung in die X-Richtung und eine Bewegung in die Y-Richtung. In die X-Richtung strömt der Fluss über dem Boden und in die Y-Richtung fährt das Boot auf dem Wasser. Hier haben wir also jetzt zwei verschiedene Systeme, die wir uns anschauen können, beziehungsweise zwei verschiedene Referenzobjekte, wenn wir so wollen, nämlich einmal den Boden, also den Grund des Flusses, der ist ja fest und unbeweglich, der bleibt also in unserem Koordinatensystem x und y immer am selben Ort, also wir können uns einen Stein auf dem Boden des Flusses vorstellen, der zum Beispiel hier im Mittelpunkt des Koordinatensystems ruht und der bleibt da immer liegen, auch wenn der Fluss strömt. Das andere, was wir haben, ist die Wasseroberfläche, denn unser Boot kann sich ja nur auf der Wasseroberfläche fortbewegen. Es kann ja nicht direkt über den Grund laufen. So, im ersten Bild ist angenommen, dass das Boot sich auf der Wasseroberfläche überhaupt nicht bewegt, also da kein Motor an ist und auch niemand rudert oder so. Und dann wird das Boot natürlich einfach von der Wasseroberfläche mitgenommen. Es wird abgetrieben. Hier haben wir also nur die reine Strömungsgeschwindigkeit des Flusses über dem Boden. Im zweiten Bild ist jetzt angenommen, dass der Fluss gar kein Fluss ist, sondern ein See. Das heißt, das Wasser bewegt sich überhaupt nicht und das Boot fährt jetzt auf dem Wasser genau in Y-Richtung. Das Boot hat also eine Geschwindigkeit auf der Wasseroberfläche und weil die Wasseroberfläche relativ zu dem Grund des Flusses ruht, dann ist die Geschwindigkeit, mit der das Boot auf dem Wasser fährt, genau die gleiche, mit der es über den Boden fährt. Das ändert sich natürlich in dem Moment, wo der Fluss auch noch strömt. Und im hinteren Bild haben wir also, was passiert, wenn sich sowohl das Boot in die Y-Richtung bewegt, als auch der Fluss strömt. Und wir sehen, dass dann natürlich beide Geschwindigkeiten eine Rolle spielen. Und wenn wir jetzt danach fragen, wie bewegt sich denn nun das Boot über Grund, dann müssen wir zum einen die Geschwindigkeit des Flusses berücksichtigen, aber wir müssen natürlich auch die Geschwindigkeit des Bootes berücksichtigen, mit der es auf dem Wasser fährt. So, und
So eine Aufgabe kann man halt im Grunde nur vektoriell lösen. Und wir haben jetzt einfach zwei verschiedene Geschwindigkeitsvektoren. Wir haben nämlich den Geschwindigkeitsvektor für die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses und wir haben den Geschwindigkeitsvektor für die Bewegung des Bootes auf der Wasseroberfläche und die resultierende Geschwindigkeit, die das Boot dann über dem Boden hat, die ist dann einfach die Summe aus diesen beiden Geschwindigkeiten. Also das ist hier einmal dargestellt, das ist also die Geschwindigkeit, die der Fluss über dem Boden hat und das ist die Geschwindigkeit, die das Boot auf dem Wasser hat. So. Und diese beiden Geschwindigkeiten müssen wir jetzt einfach vektoriell addieren. Sie haben schon gelernt, wie man Vektoren addiert. Wir müssen also diesen Vektor jetzt an die Spitze von diesem Vektor schieben. Machen wir das und jetzt die Summe dieser beiden Vektoren bilden. Und dann haben wir die resultierende Geschwindigkeit, die das Boot über dem Boden hat. Das ist also eine der Aufgaben oder eine der einfachsten Aufgaben, die man überhaupt zu diesem Thema stellen kann. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, auch damals in meinem Studium habe ich also solch eine Aufgabe bekommen zu dem Boot auf dem Fluss. Und ich weiß noch, dass ich da also wirklich fürchterlich drüber nachgegrübelt habe und es ein ganzes Weilchen gedauert hat, bis mir das irgendwie klar wurde. Aber ich war sehr, sehr stolz auf mich, denn ich habe diese Aufgabe ganz allein gelöst. Und das hat mir ein ganzes Stückchen Selbstbewusstsein gegeben am Anfang meines Studiums. Man muss einfach lernen, vektoriell und in Vektoren zu denken. Das ist eine Sache der Übung. Wenn man das aber einmal verstanden hat, wie das geht, beziehungsweise erkannt hat, wie das geht, dann stellt man fest, dass das an sich eigentlich sehr, sehr einfach ist. Wir gucken uns das Ganze auch nochmal in der mathematischen Formulierung an. So, hier haben wir also die Geschwindigkeit, die der Fluss über dem Boden hat. Hier haben wir die Geschwindigkeit, die das Boot auf dem Wasser hat. Und hier haben wir dann die resultierende Geschwindigkeit, wenn beides der Fall ist. Also die Geschwindigkeit des Bootes über dem Boden. Wir können natürlich aus diesen jeweiligen konstanten Geschwindigkeiten dann auch wieder die Ort-Zeit-Kurven bestimmen, also im Grunde eigentlich nur integrieren oder, wenn wir sie wissen, die Zusammenhänge für die gleichförmige Bewegung sowohl in X-Richtung als auch in Y-Richtung ansetzen und dann schlichtweg addieren. Das sind also, was passiert, wenn sich zwei unterschiedliche konstante Geschwindigkeiten überlagern. Man kann jetzt natürlich diese Art von Frage weit abwandeln. Also zum Beispiel könnte das Boot genauso gut ein Flugzeug sein und statt des Wassers hätten wir dann die Luft. Die Luft bewegt sich über den Boden, das nennen wir dann Wind. Ein Flugzeug kann sich aber nur relativ zur Luft fortbewegen. Das hat ja auch keine direkte Berührung mit dem Boden. Also von der Physik her ist das ganz genau das gleiche Problem. Hier bei dem Boot kann man sich zum Beispiel noch Folgendes fragen. Wie ist es denn eigentlich? Dadurch, dass jetzt der Fluss anfängt zu strömen, kommt das Boot dann eigentlich später auf der anderen Uferseite an? Wir brauchen eigentlich nur diese beiden Bilder hier zu vergleichen und stellen fest, nein, das hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf, wie lange das Boot braucht, um jetzt eine Strecke in diese Richtung zurückzulegen. Denn wir sehen ja auch, wenn sich die Geschwindigkeiten einfach nur addieren, dadurch ändert sich ja die Geschwindigkeit in Y-Richtung nicht. Die Geschwindigkeit in Y-Richtung ist immer die gleiche, egal welche Geschwindigkeit hier in X-Richtung vorliegt. Also und die Geschwindigkeit in Y, die bestimmt natürlich, wie lange es dauert, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Ufer zu einem anderen Ufer möchte. Also jede Geschwindigkeit für sich ist unabhängig von der anderen Geschwindigkeit. Nur die resultierende Geschwindigkeit, die hängt von diesen beiden Geschwindigkeiten ab. Aber wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus, wenn ich ein Problem damit habe, dass ich hier abgetrieben werde? Also ich möchte von diesem Punkt zu diesem Punkt kommen, zum Beispiel, weil hier meine Liebste wartet. Und deswegen will ich nicht mich erstmal über den Fluss bewegen und dann dieses ganze Stück wieder zurücklaufen, sondern ich möchte gleich an dieser Stelle ankommen. Wie kann ich das denn hinbekommen? Die Antwort darauf ist relativ straightforward. Wir müssen natürlich dann eben nicht direkt in Y-Richtung uns auf dem Wasser bewegen, sondern wir müssen uns auf dem Wasser in diese Richtung hier bewegen, also so ein bisschen schräg, ja, sodass uns natürlich die Flussgeschwindigkeit dann an den richtigen Ort bringt. Der Geschwindigkeitsvektor des Bootes auf dem Wasser muss also in etwa jetzt so orientiert sein und wir haben jetzt also einen solchen Geschwindigkeitsvektor zusammen mit dem Geschwindigkeitsvektor des Flusses zu addieren.
So, jetzt kann man natürlich zum einen sich fragen, okay, also in welche Richtung muss ich denn dann hier genau steuern, ja, damit ich dann hier genau am gegenüberliegenden Punkt ankomme. Das ist so eine erste Frage, die man sich stellen kann. Und die zweite Frage, die man sich stellen kann, wie lange dauert es denn dann, bis ich auf der anderen Seite des Flusses bin? So, und das ist eine Aufgabe, die haben Sie in Übungsaufgaben, sich das zu überlegen. Und ich gebe Ihnen als kleinen Tipp schon mal, wenn ich also mit allem, was ich an Geschwindigkeit habe, nicht mehr genau in Y-Richtung, sondern schräg zur Y-Richtung fahre, dann ist natürlich der Anteil meiner Geschwindigkeit, der in Y-Richtung reicht, geringer, als wenn ich direkt dahin fahre. Das heißt, ich werde auf jeden Fall länger brauchen, bis ich am anderen Ende ankomme. So, aber jetzt habe ich Ihnen erstmal eine Studiwort-Frage mitgebracht. Ein Boot fährt auf dem Wasser in Richtung Norden mit V gleich 4 Meter pro Sekunde. Das Wasser fließt nach Osten mit V gleich 3 Meter pro Sekunde. Wie groß ist der Betrag der Geschwindigkeit des Bootes über Grund? Wir müssen die beiden Geschwindigkeiten addieren. Das heißt, wir haben eine vertikale Geschwindigkeit, also eine Y-Geschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde und eine X-Geschwindigkeit von 3 Meter pro Sekunde. Wir haben schon gelernt, wie wir den Betrag des sich ergebenden Vektors ausrechnen, also X-Geschwindigkeit zum Quadrat, das sind 9 Meter Quadrat pro Sekundenquadrat. Die Y-Geschwindigkeit zum Quadrat sind 16 Meter Quadrat pro Sekundenquadrat. 9 plus 16 sind 25 Meter Quadrat pro Sekundenquadrat. Daraus die Wurzel ist 5 Meter pro Sekunde. Das heißt, die richtige Antwort hier ist 5 Meter pro Sekunde. Lassen Sie das bis hierhin Vorgestellte erst einmal sacken. Ich habe gezeigt, dass man im allgemeinen Fall Ortgeschwindigkeit und Beschleunigung als Vektoren angeben muss, denn all diese Größen haben eine Richtung und die Richtung, die ist ganz wesentlich. Deshalb habe ich Ihnen die Grundlagen der Vektorrechnung vorgestellt, nämlich wie man Vektoren schreibt, das heißt die Notation, und wie man Vektoren addiert und subtrahiert und in senkrechte Komponenten zerlegt. Schließlich haben wir das am Beispiel der vektoriellen Addition zweier konstanter Geschwindigkeiten angewendet. Wenn Sie das alles für sich nachvollzogen haben, dann können Sie sich als nächstes Thema dem schiefen Wurf zuwenden.